Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Wie ihr vielleicht in der Beschreibung schon oben gelesen habt, es geht darum, dass ich einfach mal wieder Bock habe, Tomb Raider zu spielen und auch mal wieder zu Let's Playen, weil ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und finde gerade so die Tomb Raider 1 bis, ich glaube Tomb Raider 1, 2, 3, 4, so diese ersten, sind ja schon sehr alt und das ist ja schon einiges her, wo ich das Let's Played habe. Und irgendwie habe ich Bock, es nochmal zu machen. Hierbei aber auch nochmal sozusagen, ich habe auch festgestellt, damals, wie ich es hochgeladen habe, da würde ich heutzutage natürlich einiges verändern. Da sind zum Beispiel noch Balken an der Seite und so. Und ich hätte schon Bock, es einfach in dem Moment nochmal zu machen. Mann, ich kann ja immer noch failen, obwohl, damals habe ich ja auch schon ein paar Mal gefailt, aber ich kenne die ja ziemlich gut. Und irgendwie habe ich da Bock. Aber ich möchte nicht selber so entscheiden, welches nehme ich jetzt einfach mal und mir eins rausgreifen, sondern ich möchte eigentlich, dass ihr das entscheidet. Wo habt ihr eigentlich Bock, mal wieder Tomb Raider bei mir zu sehen? Welches hättet ihr Lust? Es ist mir natürlich klar, dass ich in den letzten, ich glaube, 2 Jahren mittlerweile ziemlich wenig um mich herum passiert ist. Ich habe immer mal wieder was gemacht. Tomb Raider, wie gesagt, Tomb Raider 10, das neueste, habe ich natürlich gebracht, weil das war einfach Pflicht. Also, da gehe ich jetzt auch mal, das ist einfach Pflicht gewesen bei mir. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch schon das Problem, ich bin ganz froh, dass das nächste Tomb Raider noch nicht rauskommt, weil ich brauche einen neuen PC. Die Gurke, die hier steht, das müsst ihr euch reinziehen, die Gurke, die hier steht, habe ich bekommen, als ich im Studium war. Das müsste 2011 gewesen sein. Wir haben jetzt 2015. Dieser PC ist also schon fast 4 Jahre alt und ich merke es einfach. Selbst die Spiele, die damals da drauf ruckelfrei gelaufen sind, laufen heutzutage nicht mehr ruckelfrei. Ich kann da mit dem PC immer noch alles machen. Also ich würde den jetzt nicht nehmen und auf den Müll schmeißen. Der ist für meine ganz normalen Arbeiten, also was ich so, wenn ich Internetrecherche mache oder irgendwas anderes machen muss, für meine Arbeit auch. Ich arbeite ja sehr viel auch von zu Hause aus. Dann geht das alles. Aber spielen, ja, das ist nicht so Sache. Das heißt, ich spare momentan auch für einen richtigen, größeren Gamer-PC wieder. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Und mal gucken. Trotzdem kommen jetzt bald, das ist also auch ein kleines Ankündigungsvideo oder mal so ein Erzählvideo, mache ich jetzt einfach mal draus mit einem Wahlvideo dazu. Trotzdem kommen jetzt auch noch ein paar andere Let's Plays raus. Ich lade aktuell gerade in diesen Minuten lade ich sogar eine Harry Potter 5 Folge wieder hoch. Ich habe noch 33 lade ich gerade hoch, bis 43 geht es. Ich lade heute wahrscheinlich noch eine zweite hoch. Ich habe aktuell gewimmelt. Ich habe, weil es gibt ja manchmal diese Package für zwei, so Bundle-Package, wo zwei drin sind. Da habe ich aktuell zwei gewimmelt und bin auch gerade am Rendern. Das Rendern dauert, ich glaube gar nicht, wie lange es dauert, bei meinem PC zu rendern. Dann habe ich schon 10 Folgen Assassin's Creed 2. Punkt 1 nenne ich es mittlerweile, hochgeladen. Das ist also der erste Teil der Ezio-Trilogie, weil Fakt ist, die fehlt mir einfach in der ganzen Reihe. Da habe ich also schon 10 Folgen gerendert jetzt. Die sind schon ein bisschen älter, weil ich es noch nicht weiter geschafft habe, es aufzunehmen. Aber die existieren. Und da sind auch schon Folgen gerendert. Ich will jetzt mich wieder dazu zwingen, regelmäßig Folgen hochzuladen und nicht so sporadisch, sondern dass ich schaue, weil hochladen, habe ich festgestellt, dauert nicht lange. Ich müsste eigentlich es schaffen, jeden Tag mindestens eine Folge hochzuladen. Dann habe ich hier tatsächlich noch, ich weiß nicht, wie euer Herz dafür schlägt, ich habe tatsächlich Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 und die Jahre 5 bis 7. 1 bis 4 habe ich auch selber ein bisschen angespielt. Vielleicht gefiel mir der Anfang nicht so doll. Ich fand es nachher, wenn das Spiel im Schloss stattfindet, finde ich das richtig interessant. Aber nicht so in der Richtung, dass ich alles suche, sondern einfach nur das einmal durchspiele. Das ist noch so eine Sache, die ich liegen habe und auch selber wirklich interessant fand. Ich packe es jetzt wieder ein. Dann habe ich natürlich, ich habe Assassin's Creed 3 schon hier stehen. Ich habe es auch versucht zu spielen. Mein Problem bei Assassin's Creed 3 ist tatsächlich, dass sobald ich in der Anfangsphase vom Schiff komme, da ist man ja noch nicht der Connor, heißt er, glaube ich, sondern noch der Vater von Connor. Ich bin so ein anderer auf jeden Fall. Und sobald ich da vom Schiff steige, ruckelt es wie Sau. Es könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das Spiel kann ich erst spielen, richtig spielen, wenn ich halt den neuen PC habe.
So, das sind so die Spiele, die ich andenke, die ich so habe. Ich besitze natürlich auch andere Spiele, aber das Problem ist, die Spiele, die mir gefallen, die wurden von Leuten schon alle mal Let's Played und man kann auch nicht sagen, ja, jetzt mache ich es nochmal. Ja gut, ich könnte es sagen, aber es ist halt auch immer so eine Sache, habe ich da Bock zu? Habt ihr Bock zu? Einige Sachen, bin ich ja ganz ehrlich, die Let's Play ich einfach, habe ich ja auch immer gemacht, weil ich Bock dazu habe, weil ich richtig Lust dazu habe. Und weil ich mir sage, das muss ich einfach einmal gemacht haben. Aber es ist halt so eine Frage, ob ihr Edna bricht auf. Also ich habe zum Beispiel die komplette Deponia-Trilogie natürlich hier schon stehen. Ich habe Edna und Harveys neue Augen hier stehen. Ich fand es auch richtig toll. Was habe ich denn noch hier so stehen, was ich toll finde? Ich habe zum Beispiel auch von Grim Tales das Bundle mit Grim Tales, die Braut und das Vermächtnis. Finde ich voll geil. Habe ich auch schon einmal gespielt, ist schon ein bisschen länger her. Aber Gornk hat das natürlich schon extrem gesuchtet. Also da habe ich sie auch immer geguckt. Ich gucke gerade hier so hin. Ja. Sonst ist das nichts Besonderes. Also ich bin nicht so der Typ, der, glaube ich, jetzt noch mal ein großes Skyrim habe ich hier auch stehen. Ich bin ein Skyrim-Fan noch und nöcher. Also muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, ich finde Skyrim genial. Aber ich wüsste nicht, wie man die. Also ich habe auch schon überlegt, Skyrim einfach mal zu Let's Playen, so diese Hauptstory. Aber die ist einfach so verdammt lang. Ich weiß gar nicht, wie viele 100 Stunden soll ich das denn spielen? Man könnte natürlich auch sagen, man spielt es und zeigt dann ganz klar nur diese bestimmten, also nur diese eine Story, weil und macht das so alias wie ein Film, aber das ist krass. Ich finde es auf jeden Fall krass. Ja, das ist so Saints Row 4 zusammen mit meinem Freund. Ich habe nämlich Saints Row 4 mittlerweile auch. Oder ist es 3? Mama. Saints Row 4, genau, habe ich mittlerweile. Auch, also mein Freund hat es und jetzt habe ich es auch und er hat auch noch Saints Row Hell's Dings Dungs, Hell's Dings. Wer ist das Ding hier? Get Out of Hell gespielt, war ja von begeistert, aber es ist halt so das Problem, ist, selbst das ruckelt schon bei mir, es ist krank. Es ist tatsächlich sehr krank. Ja, ich muss mir das mal überlegen oder mal durch den Kopf gehen lassen, was da überhaupt geht, weil eins ist klar, ich investiere jetzt nicht Geld in neue Spiele, wenn mein PC scheiße ist, auf gut Deutsch. Und das möchte ich nicht. Also, trotzdem, also zurück zum Thema. Ich sag gerne, also, das ist so mein. Mach ich gern. Wisst ihr ja schon. Zurück zum Thema. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch entscheiden würdet, welchen Tombola-Teil gerade von den Älteren, also 1 bis 5, ich noch einmal Let's Playen soll. Ich habe alle tatsächlich hier. Ich habe sogar mittlerweile festgestellt, dass ich Tombola 1 zweimal habe. Finde ich auch super geil. Ich habe da wirklich Tombola The Last Revelation. Ach, ist das schön. Tombola The Last Revelation ist ja mein Herz. Blutspiel kann man sagen. Tombola 1 besitze ich, glaube ich, zweimal mittlerweile. Ja, hier. Einmal in so einer Originalausfassung und einmal in einer Sat.1 Games-Ausfassung. Wer das noch weiß, Sat.1 Games, da gab es früher mal so die Billigspiele, was jetzt so die Pyramide ist. Schon genial. Entscheidet euch, schreibt's in die Kommentare. Ich kann es ja auch mal sagen. Und ich würde ein bisschen, ich warte auf jeden Fall ein bisschen ab und heute, ja. Und guck dann mal, was so die Meinungen von euch sind. Weil erstmal werde ich sowieso nicht spielen. Erstmal muss ich noch das Wimmel das eine beenden, weil das ist noch nicht ganz fertig. Und ich lade ja jetzt erstmal andere Dinge hoch. Ich müsste eigentlich auch Assassin's Creed weiterspielen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr wollt. Ciao!